Heute ist Drehtag. Aber was drehen wir heute? Mit dieser Palette habe ich mich schon so oft geschminkt. Gut, dass ich euch hab. Ich frage euch da draußen, was und wie ich mich schminken soll. Ihr konntet auf Instagram mein Make-up bestimmen. Ich habe die Auswertungen heute für euch und ihr werdet heute sehen, was für ein Make-up dabei rauskommt. Wenn es heißt, ihr bestimmt mein Make-up. Ganz viel Spaß mit dem heutigen Make-up-Tutorial. Hallo Beauty-Mäuse, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zum heutigen Make-up-Tutorial. Ich bin Nettie und ich bin Teil der Beauty-Twins. Bei uns lernst du Beauty, Fashion und Ästhetik zu verstehen. Also abonniere gerne den Kanal, wenn du keine Videos mehr zu diesen Themen verpassen möchtest. Meine Augenbrauen sind bereits gemacht. Als allererstes konntet ihr meinen Primer bestimmen. Und zwar hattet ihr beim Primer die Auswahl zwischen den NYX Shine Killer und den Essence You Better Work Primer. Ihr habt euch zu 51% für den Essence You Better Work Primer entschieden. NYX hat mit 49% verloren. Gute Wahl, Ladies. Benutzt wirklich so viel, wie ihr meint, wie viel ihr braucht. Also der Primer, der ist wirklich nicht teuer. Ich komme aber super lange schon mit diesem Primer aus. Euer Gesicht fühlt sich danach halt an, wie als hättet ihr eine Tagespflege drauf. Das mochte ich bislang eigentlich nicht so gern, bis ich wirklich erkannt habe, dass das die ideale Base für ein Make-up darstellt. Ihr hattet die Wahl zwischen der Faux Filter Foundation von Huda Beauty. Und hattet ihr die Möglichkeit, die Fit Me Foundation, hier allerdings die Matte Plus Polish Foundation. Und wer hätte es gedacht? Ihr habt euch mit 56% für die Huda Beauty entschieden. Das hier war allerdings ein knappes Ergebnis, denn die Fit Me Foundation liegt mit 44% dahinter. Das ist auch sehr passend, dass ihr euch dafür entschieden habt, denn ich habe zu dieser wunderschönen Foundation mein First Impression abgedreht, das verlinke ich euch hier oben. Und ich habe jetzt mich hingesetzt und habe mal ein Update zu dieser Foundation abgedreht, denn eine Meinung kann sich immer noch nach dem ersten Benutzen der Foundation ins Positive oder ins Negative verändern. Infolgedessen habe ich gesagt, bei so einer teuren Foundation ist es auf jeden Fall wichtig, euch ein Update zu drehen. Direkt nach dem Auftragen fühlt man sich halt so ein bisschen zugekleistert. Das ändern wir aber jetzt, indem wir, und das ist für mich the most important step in my Make-up-Routine, ich sprühe jetzt, wo ich die Foundation drauf habe, egal welche Foundation ich trage, ich sprühe nach jedem Make-up-Step mein Gesicht mit Wasser zu. Ich benutze das Isana Wasserspray mit Melonen- und Litschi-Duft. Kostet unter 2 Euro, kriegt ihr beim Rossmann. Ihr könnt auch Fix Plus benutzen oder irgendein Setting Spray. Jetzt haben wir die Foundation quasi so wieder so ein bisschen feucht gemacht auf eurer Haut. Und dann gehen wir jetzt mit einem feuchten Beauty Blender hin und arbeiten unsere Foundation jetzt ein. Und ganz ehrlich, Leute, je softer ihr über die Foundation rüber geht, desto Full Coverage wird sie. Also nicht so heftig einarbeiten, denn dann bleibt das ganze Produkt an eurem Beauty Blender hängen. Für jemanden, der noch auf der Suche ist nach einem Beauty Blender, kauft ihr den definitiv von Real Techniques, denn der hat hier auch so eine spitzere Seite, wo du den halt so flach drücken kannst und auch ganz außen am Augenbrauenbogen entlang gehen kannst oder hier an der Nase lang gehen kannst, an deine Augenlider dran gehen kannst. Also das ist wirklich so ein Allrounder-Tool für mich und ich würde nicht mehr zurück zu den Essence Beauty Blendern zurückgehen, weil die einfach viel zu hart sind. Ihr hattet zum einen die Auswahl zwischen den Make-up Revolution Conceal and Define Full Coverage Concealer und zum anderen hattet ihr die Auswahl zu dem Instant Anti-Age Löscher. Das ist dieser hier. Und ihr habt euch mit 56%
für diesen Concealer entschieden. Dieser Concealer wird ja schon seit Jahren extrem gehypt. Ich habe den tatsächlich jetzt auch das erste Mal. Und ich bin nicht so der Freund von dem Applikator, weil der halt ein bisschen viel die Foundation wieder runternimmt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt hier mit der Huda Beauty passieren wird. Werden wir mal sehen. Ich gebe den deswegen jetzt halt nur tupfend auf, weil wenn ihr jetzt nach links und rechts den Concealer bewegen würdet, dann würdet ihr das, was unterm Concealer ist, also die Foundation, wieder abnehmen. Das lief jetzt soweit ganz gut. Mal schauen, wie es gleich ist, wenn ich den Concealer verblende. Jetzt gehen wir hin und verblenden den Concealer. Den Concealer hätte ich mir eigentlich sparen können, weil die Foundation an sich schon super hell ist. Aber ihr habt für diese Produkte abgestimmt, deswegen benutze ich sie auch. Also das Einarbeiten ist gut. Jetzt müssen wir das Ganze ganz schnell mit Puder setten. Hier hattet ihr die Auswahl zwischen den Essence You Better Work Fixing Powder und dem Fit Me Matte Plus Poreless Puder. Und ihr habt euch mit 61% für das Fixing Powder von Essence You Better Work entschieden. Überall, wo ich jetzt mit dem Concealer lang gegangen bin, gehe ich jetzt auch mit dem feuchten Beauty Blender hin und sette den Concealer mit dem Puder. Jetzt gehe ich hin und kontouriere mein Gesicht. Blenden, blenden, blenden. Ihr müsst das Produkt wirklich gut in eure Foundation einarbeiten. So, und unten an meiner Lippe konturiere ich auch immer mit Cream-Produkten. Wenn das Produkt jetzt getrocknet ist, setze ich den Rest meines Make-ups mit dem Fixierpuder. Allerdings hier dann mit einem fluffigen, großen Puderpinsel. Über die Kontur. Überall. Auch hier unten an der Jawline. Am Ohr. Über unsere Nase. Lippen. Kommen wir nun zum Powder Contouring. Und ihr hattet die Wahl zwischen dem Love Bronzer Powder und zum anderen den Bahama Mama Bronzer. Das sind die beiden Babys. Und ihr habt euch knapp mit 52% für The Balm entschieden. Und hiermit konturiere ich jetzt auch noch meine Jawline. Ich mag das Produkt wirklich sehr, weil es mir das Ergebnis liefert, was ich mag. Viele mögen es nicht, ich weiß, aber ich mag das halt, wenn das so eine dunkle Kontur schafft. Kommen wir nun zum Highlighter. Und zwar hattet ihr die Auswahl zwischen den Maybelline Master Holographic Prismatic Highlighter. Und zu der Highlighter-Palette von Essence Go for the Glow. Die Palette sieht im Übrigen so aus. Und da die meisten es sich einfach nicht trauen, mit solchen knalligen Highlightern rumzurennen, habt ihr euch mit 76% gegen die
Essence-Palette entschieden. Ich finde sie persönlich auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weshalb ich eure Meinung akzeptiere. Ich tupfe das Produkt im Übrigen auch gerne einfach so auf und gehe dann nochmal mit kreiselnden Bewegungen rüber. Und jetzt kommen wir zu unserem Augen-Make-up. Ihr hattet nämlich die Wahl zwischen der NYX Shadow Palette und der Zoeva Café Palette. Die sieht so aus. Damit werden wir heute ein Augen-Make-up kreieren. Ihr habt euch nämlich mit zu 67% für die Café-Palette entschieden. Als allererstes gehe ich in diesen Ton rein und nutze den als meine Transition Shade. Jetzt verblende ich das Produkt, was ich vorher erstmal in tupfenden Bewegungen aufgetragen habe. Jetzt verblende ich das halt mit ganz soften, kreiselnden Bewegungen nach oben in Richtung meiner Augenbraue. Jetzt werden wir uns eine Cut Crease ziehen. Und tupfe erstmal noch das Produkt auf und zeichne mir meine Cut Crease. Ihr müsst auch nicht eine ganze Cut Crease machen, weil hier diesen äußeren Teil der Cut Crease werden wir so oder so mit einem dunklen Lidschatten füllen. Gehen wir jetzt hier in dieses Grün rein. Wie schön das einfach aussieht. Und jetzt gehen wir mit einem fluffigen Pinsel hier in diesen äußerlichen dunklen Grün-Schwarzton rein und geben den halt hier mit tupfenden Bewegungen am äußerlichen Augenwinkel auf. Und verblenden halt hier beim Übergang das helle Grün mit dem dunklen Grün. Um meinen Augenbrauenbogen so ein bisschen zu highlighten, gehe ich jetzt hier in diesen Ton rein und gebe den über meiner Transition Shade auf. Und dann gehe ich nochmal mit dem fluffigen Pinsel, den wir zuerst benutzt haben, nochmal über den Highlighter. Auch nochmal hier vorne und dann nochmal die Transition Shade so ein bisschen wieder rausgucken zu lassen. Jetzt klebe ich mir noch falsche Wimpern auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Lashes kleben und jetzt können wir weiter mit dem unteren Wimpernkranz machen. Und zwar färbe ich jetzt erstmal meine Wasserlinie mit den Essence Kajal Liner ein. Und dann gehen wir nochmal in dieses Braun da rein, was wir ganz am Anfang genutzt haben als unsere Transition Shade. Und blenden diesen Braunton mit dem Schwarzton zusammen. Und für den inneren Augenwinkel gehen wir wieder in dieses Grün rein. Für meine Lippen hatte ich euch die Wahl zwischen einem Nude Lipstick von NYX aus der Lingerie-Serie und einen Nude Lipstick von Catrice. Und
Nix hat zu 55% zwar gewonnen, aber Catrice hatte 45%, weshalb ich jetzt einfach beide nehme. Um das ganze Make-up jetzt endgültig zu setten, brauchen wir jetzt ein Setting Spray und ihr hattet die Wahl zwischen den Urban Decay The Sleek Setting Spray und zwischen den Essence You Better Work Fixing Spray. Es ist euch nicht leicht gefallen. Das Urban Decay hat 47% und das Essence hat mit tatsächlich 53% gewonnen. Das ist euer Make-up-Look, den ihr auf Instagram abgestimmt habt. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er auf jeden Fall sehr. Ich war echt sehr skeptisch, ob wir es schaffen, auf denselben Geschmack zu kommen. Schreibt mir auf jeden Fall mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Hier unten kannst du den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Vielen Dank an der Stelle, dass du so lange dran geblieben bist, dass du überhaupt in das Video reingeklickt hast und bis zum nächsten Mal.